Digga, können wir mal bitte darüber reden, wie krass dominant Manuel Neuer in seiner Prime war? Überleg mal, der Typ war einfach 1, 2, 3, 4 Jahre am Stück immer im Team of the Year in FIFA. Als deutscher Spieler-Chat. Und ihr wisst, dass deutsche Spieler eigentlich bei den englischen Medien und so eigentlich nie ein hohes Standing haben. Der Bruder war viermal hintereinander im TOTY, Digga. Das ist halt schon Konstanz auf einem anderen Level, ne? Also ich bleibe auch dabei. Manuel Neuer, ich weiß, dass viele Leute dagegen argumentieren, immer mit Buffon oder Casillas. Aber meiner Meinung nach, ohne zu diskutieren, der beste Torwart aller Zeiten. Ohne diskutieren. Hat das Torwartspiel revolutioniert? Ja. Ganz, 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 ganz krass. Buffon größer? Nee, meiner Meinung nach nicht. Ich kann dir auch sagen, warum Neuer für mich größer Buffon ist. Weil einfach Neuer, guck mal, wie alt ist Neuer jetzt? Der ist doch auch 35, 36. So, bei Dings ist, wie alt ist denn Neuer jetzt? 36. Guck mal, das ist gar kein Disrespect, ne? Also Real Talk, das ist kein Disrespect an Gianluigi Buffon. Aber die Leute reden bei Buffon immer darüber, ja, der ist so krass, weil der ist schon so alt und der zockt immer noch. Gar kein Disrespect, aber die letzten 3, 4 Jahre im Fußball war Buffon halt auch nur noch Maskottchen. Ist nicht böse gemeint so, ne? Aber die letzten 3, 4 Jahre, so der war bei PSG, um halt bei PSG einen Vertrag zu unterschreiben. So, bei Juve hat er halt nicht mehr gespielt, da wurde er gebencht. So, der zockt halt jetzt zweite italienische Liga. Klar, der ist auch 42, aber Neuer hat ja noch 2, 3 Jahre im Tank. Und ich sehe jetzt schon, wenn Neuer heute seine Karriere beenden würde, würde ich jetzt schon sagen, Neuer größer Buffon. Würde ich jetzt schon sagen. Neuer muss für mich keine guten Jahre mehr spielen. Neuer könnte jetzt, genau jetzt, zurück zu, weiß ich nicht, Schalke wechseln und scheiße sein. Er wäre trotzdem der beste Keeper aller Zeiten. Finde ich. Weil der Bruder hat die Champions League zweimal gewonnen. Der ist Weltmeister geworden. Der ist in beiden Champions League Spielen. Das müsst ihr euch mal überlegen. Manuel Neuer. Manuel fucking Neuer. Hat in seinem Leben 3 Champions League Finals gespielt. Hat davon eins verloren, zwei gewonnen und die beiden Champions League Finals, die der gewonnen hat, war der Man of the Match. Und Bruder, holy moly, das ist kranke Scheiße. Das ist kranke Scheiße, Junge. Und du kannst mir erzählen, was du willst, aber Deutschland gewinnt niemals die WM 2014 ohne Manuel Neuer. Die WM 2014 gewinnt Deutschland, weil Manuel Neuer in diesem Jahr, der Typ war ein fucking Freak, Junge. 2014, dieser Manuel Neuer, viele reden immer über das Algerien-Spiel. Neuer gegen Algerien. Ich muss euch kurz was zeigen. Und dann gehen wir wirklich rein. Weil, Digga, das macht mich bis heute. Das macht mich bis heute. Das ist eine Parade, die verstehe ich nicht. Real Talk. Und das war somit das wichtigste Spiel. Diese Par. Ich verstehe sie nicht. Wie der da diese Hand rankriegt. Bruder. Ich hoffe, da gibt es nochmal eine Zoom-Aufnahme von, weil die Quali hier echt scheiße ist. Ah, diese Parade hat mir damals, ja, die hat mir damals wirklich den Rest gegeben, Digga. Junge, was ist das? Aus 5 Meter Entfernung? Was ist das für eine kranke Scheiße? War aber Frankreich? Ja, habe ich doch gerade gesagt. Doch gerade gesagt. Ich habe gesagt, viele reden immer darüber, dass der das Spiel seines Lebens und die heftigsten Paraden gegen Algerien gemacht hat. Aber der hat halt gegen Frankreich auch alles gefickt. Der war ja auch im Finale, war der auch übertrieben gut. Ich finde den Typen absolut heftig. Und was Neuer einfach hat. Und das musst du als Keeper haben. Und das ist einfach bei dem so. Da gibt es auch Bayern-Fans. Bayern-Fans werden sich daran erinnern. Ihr wisst auch, welches Jahr ich meine. Oder welches Spiel ich meine. Ich glaube, das war 2016, 2017 oder 2015. Kann auch 2015 gewesen sein. Wo Bayern dann rausgeflogen ist gegen Barca. Als Barcelona 2015 das Triple gewonnen hat, haben die ja Bayern rausgehauen. Das war dann in dem Champions League Run, wo Boateng auch geslippt ist, zum Beispiel. Aber es gibt ein Spiel gegen Barcelona und das wird irgendwo aus der Zeit gewesen sein. Da war dieses MSN-Trio von Barca in ihrer absoluten Prime. Messi, Neymar, Suarez, die haben alles gebumst. Und dann gibt es eine Szene, da läuft Luis Suarez 40 Meter auf Manuel Neuer zu. Zu dem Zeitpunkt ist Luis Suarez einer der besten Stürmer der Welt und bumst alles. Und der läuft 40 Meter auf Neuer zu und du merkst, dass da gerade ein Top-3-Stürmer der Welt Angst bekommt. Der läuft auf diesen Neuer zu und er kriegt Angst. Und das ist etwas, das kannst du dir nur über Jahre durch Ausstrahlung und durch harte Leistungen erarbeiten.
wenn du dafür sorgst, dass du so krass bist und so ein heftiges Standing hast, dass Leute einfach Angst davor haben. Du meinst das hier? Ja. Das ist geisteskrank. Guckt euch das an. Du siehst einfach, wie Suarez Angst bekommt. Und dann, was ist das für eine Parade, Junge? Das finde ich bei Neuer auch so krass. Das ist bei dem irgendwie so richtig, so ein richtiges Markenzeichen von dem. Diese Schere, diese Beine, die der immer so in den Scheren, also der pariert immer in so einer Scherenform, Junge. Der Bruder ist halt wirklich Fußtrained erfunden. Sag ich euch so, wie es ist. Also für mich ganz klar Manuel Neuer, bester Keeper aller Zeiten. Und ich kann euch eine Sache sagen, weil viele immer sagen bei Manuel Neuer, das beste Spiel seiner Karriere gegen Algerien. Ich finde zwei Spiele noch krasser. Zwei. Es kann sein, dass die Schalke-Brille da auch gut drauf drückt. Aber gegen Porto, Bruder, sowas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen, was der da gehalten hat. Lass uns das, ich weiß, dass 19 Uhr geht, 19 Uhr ist, wir gehen gleich in FIFA rein. Aber das, Chat, das müssen wir uns angucken. Das ist für mich, das ist 2 Minuten und das gönnen wir uns jetzt, weil das ist die krasseste Scheiße, die ich in meinem Leben gesehen habe. Digga, Legendenzeit, Schalke Champions League Achtelfinale. Was der da gemacht hat, Junge. Das ist so wild, Junge. Das ist alles aus einem Scheißspiel. Was ist das, Junge? Guck dir das an, was er hier macht. Was macht der Junge? Guck mal, wie... Was, mit Fuß einfach. Das ist so krass, ne? Es ist halt wirklich so, dass Porto dieses Spiel verdient hätte 5-0 gewinnen müssen. Die hätten das verdient 5-0 gewinnen müssen, dieses Spiel, Chat. Und dann ist Elfmeterschießen. Und der Bruder hat noch nicht fertig. Wie kann man so geistkranken Elfmeter halten? Was ist das? Was ist das? Der beste Torwart aller Zeiten und ich werde mit euch nie wieder darüber diskutieren. Es sei denn, es kommt irgendwann nochmal so ein Freak auf die Welt und macht die gleiche Scheiße noch krasser. Für mich ist das eines der geisteskrankesten Spiele seiner Karriere und plus eins, ein paar Schalke-Fans, oh, vielleicht auch ein paar Fußball-Fans, die das Spiel auch kennen werden. Schalke hatte ja dieses eine verrückte Jahr, 2011. Es hat so ein bisschen Eintracht-Frankfurt-Vibes. Es hat ein bisschen Eintracht-Frankfurt-Vibes. Die waren in der Liga, sind die, glaube ich, 13. geworden in dem Jahr oder 14. War halt kein Fuß auf den Boden gekriegt. Und dann sind die einfach, die haben den DFB-Pokal gewonnen 2011 und waren einfach im Champions-League-Halbfinale. Bruder, ganz wilde Geschichte. Auf einmal waren die in den Top 4 der Welt. Einfach Champions League Halbfinale. Und dann haben die Champions League Halbfinale gegen Manchester United gespielt. Zu Hause. Da war ich im Stadion. Letzte Saison, glaube ich, oder vorletzte Saison von Sir Alex Ferguson bei United. Müsste so einer der letzten Saisons gewesen sein. Und das war das letzte Jahr von Edwin van der Sar bei Manchester United. Und Manchester United hat nach einem neuen Torwart gesucht. Und Manuel Neuer... Wenn ihr denkt, ihr habt in eurem Leben schon mal eine geile Bewerbung geschrieben. Manuel Neuer hat in diesem Champions League Halbfinal Hinspiel gegen Manchester United nicht eine Bewerbung geschrieben. Der war so krass, dass fucking Sir Alex Ferguson nach dem Spiel zu dem gegangen ist und gesagt hat, Bruder, sag mir, was du willst, du stehst nächstes Jahr bei uns im Tor. So geisteskrank hat er rasiert. Und Schalke hat 2-0 verloren. Die hätten das Spiel, kein Scheiß, 10-0 verloren. Hätte da nicht Manuel Neuer im Tor gestanden. Geisteskrank. Am Ende ist halt dann Neuer zu den Bayern gegangen und United hat Ter Stegen De Gea geholt. Auch ein Spieler mit Doppelname, perfekt. Aber geisteskrank. 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 Also dieser Manuel Neuer Chat. Und das ist so geil. Ich liebe das einfach zu realisieren. So, mein Vater hat mir von Legenden erzählt. Mein Vater hat mir was von Gerd Müller erzählt, mein Vater hat mir was von Lothar Matthäus erzählt,
Mein Vater hat mir über legendäre internationale Spieler wie Maradona erzählt. Ich werde meinen scheiß Kindern von diesem einen geisteskranken Typen erzählen, der der beste Torwart aller Zeiten war und seine scheiß Karriere einfach beim FC Schalke 04 begonnen hat. Das werde ich meinen Kindern erzählen. Von diesem geisteskranken Ficker namens Manuel Neuer, der dafür gesorgt hat, dass fucking Schalke 04 in einem Champions League Halbfinale steht, der mit Schalke 04 den wahrscheinlich letzten nationalen Titel geholt hat, den Schalke jemals wieder irgendwie holen wird, also glaube ich, und der einfach eine fucking Nation so krass auf den Schultern getragen hat, dass wir einfach Weltmeister geworden sind. Bruder. Ich finde, die Welt muss mehr Manuel Neuer lieben. Ich sage es euch so, wie es ist. Und jeder deutsche Fußballfan, der nicht Manuel Neuer als den besten Torwart aller Zeiten sieht, dem kann ich nicht helfen. Und da frage ich mich, was los ist, wirklich. Wenn du Dortmund-Fan bist, wenn du Schalke-Fan bist, weil der ja damals gewechselt ist, viele Schalke-Fans mögen den nicht, aber wenn du als deutscher Fußballfan allen Ernstes in deinem Kopf Manuel Neuer nicht als den krassesten Torwart aller Zeiten siehst, dann kann ich das einfach nicht verstehen. Dann kann ich das einfach nicht verstehen, Digga. Ich kann es wirklich nicht verstehen. Du musst dir das mal überlegen, Digga. Der Typ, ich muss es euch nochmal sagen, in einer fucking Ära, wo Scorer, Statistiken, wichtiger als alles andere ist, in einer Ära, wo Messi und Ronaldo den Fußball über 15 Jahre wegbomben und jede Saison 80 Tore, 90 Tore, 100 Tore, taucht einfach dieser Typ aus Gelsenkirchen auf und steht einfach bei der Ballon d'Or-Wahl 2014 unter den Top 3 und hat ein legitimes Anrecht darauf, der beste Spieler des Jahres zu sein als Torwart. Debatte beendet. Mehr Liebe für Manuel.